Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, wie ihr seht, ich habe mich schon fast ready gemacht. Es fehlen nur noch die Wimpern. Wir gehen heute an den Strand. Es kommt auch schon die Sonne raus. Deshalb gehen wir jetzt gleich frühstücken. An den Strand. Wie schon gesagt, yay. Einfach die Sonne schon. Die steht schon richtig hoch. Ja. Heftig. Kenn ich gar nicht so. Das ist mein erstes Outfit of the Day today. Ha. Und das ist Daniels Outfit of the Day today. Yay! Und jetzt gehen wir frühstücken! Also, wir werden jetzt essen. Jetzt haben wir die Sachen zusammengepackt. Und wir fahren los. Dann ist ganz konzentriert. Ne? Also, der Verkehr oder beziehungsweise die Ampeln und auch die Kreisel sind in Spanien ein bisschen merkwürdig, würde ich behaupten. Alles easy. Okay, wir sind da. Wir sind im wunderschönen Strand mit den wunderschönen Ferienwohnungen Häuser. Ja. Da ist der Strand. Da. Wir laufen jetzt dorthin. Ich mit meiner zu großen Hose. Die voller Sonne ist. Yay! Yeah. Geh du mal rein. Viel kälter als gestern. Es ist viel kälter als gestern. Hä? Weil es ist viel wärmer. Was ist passiert? Wir spielen jetzt Tic-Tac-Toe. Okay, fang an. Ich kann es auch nicht. Oh Gott, okay. Okay. Wir überlegen zu lange. Ich weiß nicht, kann nur sagen, wir ausprobieren. Ne? Hä? Muss schon aufpassen. Ist doch drei in einer Reihe, oh, oder nicht? Oh Mann. Keine Lust mehr. Daniel voll happy. Ich kann's nicht. Ja. Du musst mich nur gewinnen lassen. Ja, ich werde dich nur gewinnen lassen, das stimmt. Ich liebe dich. Du dich auch. Ja. Scheiße ist das. So, wir sonnen uns jetzt ein bisschen. Und danach, wenn das Meer sich vielleicht ein bisschen mehr aufgewärmt hat, gehen wir dann mehr. Ne, Daniel? Mhm. Ja, der ist sonst schon richtig ausgiebig hier. Oh Gott! Hm? Oh, ich kann nicht mehr. Du bist lieb. Seht ihr das da hinten? Die surfen. Wie cool ist das denn? Voll geil. Diese Person da hinten, ich will die jetzt nicht so auffällig filmen oder gar nicht filmen, weil es ja Privatsphäre und so ist. Aber die haben gerade Schwangerschaftsfotos gemacht. So, so süß. I'm so in love. Oh mein Gott. So, Daniel packt jetzt das Stativ zusammen, weil das Wasser ist wirklich immer noch arschkalt. Und deshalb gehen wir jetzt da hoch und hoffen, dass das Wasser wärmer ist. Ansonsten gehen wir wieder zurück. Wir fahren jetzt wieder kurz nach Hause, weil ich zu dumm bin und was vergessen habe. Yay. Schaut mal, wie schön diese Straßen sind. Wow. Ich war einmal in der Sonne und meine ganzen Sommersprossen kommen raus. Ich mag keine Sommersprossen. Aber Daniel hat auch welche, die sind süß.
Ganz leichte. Ja, ich glaube, man mag immer das, was man nicht hat, ne? Links abbiegen auf Avenida Blasco Ibáñez. Es gibt hier keine Kreuzung. Es gibt nur Kreisel. Jedes einzelne Mal. Kommt von allen Seiten, von hinten, von vorne, von Mitte, keine Ahnung. Daniel komplett überfordert. Ja. Es ist. Ja. Ach so, ja. Es war ja. Ups. Ja, und die fahren alle wie die Penner. Das Problem ist. Daniel hat beim Autovermieten eine Kaution hinterlassen. Und nicht die Versicherung genommen. Ja, und das ist das große Problem, weil die fahren hier wie die Bekloppten einfach überall lang. In Daniel ist jetzt gerade einfach fast jemand oder fast zwei Personen reingefahren. Ja, so viel zur Kaution. Richtig scheiße. So, wir ziehen uns jetzt ganz kurz im Hotelzimmer um und dann geht's wieder zurück an den Strand. So, wir haben unsere Outfits geändert. Das ist mein Outfit, das ist Daniels Outfit und jetzt gehen wir wieder zum Strand. Yay! Es ist ja heute richtig warm, also wirklich 23 Grad, lange nicht so viel Sonne gehabt und so. Mindestens 3 Grad. Mindestens. Aber wir sehen Leute, die teilweise mit Handschuhen und Winterjacken rumlaufen. Hä? Crazy! In Spanien denken die sich so, ja, normales Winterwetter oder was? So, wir waren im Wasser, wie ihr seht. Es ist arschkalt, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich definitiv dran, je länger man drin ist. Ja, schaut euch an. Schaut euch das an, wie schön! Im Gegensatz zu heute Morgen ist der Strand schon extrem voll. Crazy. Aber verstehe ich ja auch, es ist super schön hier zu sein. Es ist jetzt richtig warm. Bestimmt, keine Ahnung. Also es sind bestimmt 50 Grad. Also bestimmt fast 30 gefühlt. 25 würde ich sagen. Und ja, die Sonne ist sehr heiß. Das Wetter, das Wasser, ja, windig, sehr kalt. Aber insgesamt ist es ein sehr schönes Wetter und Sonnenbrand is coming, würde ich mal sagen. Ne, Daniel? Ja. Bei ihm eher weniger, aber bei ihm auch. Auch wenn er schon dunklen Tag hat. Einfach eine Möwe. Die spaziert ja auch am Strand lang. Wie geil. Ciao, ciao, Möwe. Tschüss, tschüss. Der Daniel, der holt uns jetzt Eis und geht pinkeln. Ne? Yes. Was isst du für ein Eis? Ich überrasche mich. Nee. Okay, bis gleich. I love you. So, wir gehen jetzt am Strand noch ein bisschen spazieren. Es ist nämlich ein bisschen kalt und deswegen können wir nicht nur rumliegen. Und ja, dann fahren wir auch langsam dann schon wieder ins Hotel. Guck mal, wie schön das aussieht mit den ganzen Palmen. So, wir haben uns jetzt noch einmal umgezogen, beziehungsweise ich mich, weil ich noch zwei Bilder mit Daniel machen möchte, bevor ich wieder ins Wasser gehe. Das ist Daniel. So, wir fahren jetzt ins Hotelzimmer zurück, holen uns wärmere Klamotten, weil es echt kalt ist. Und dann gehen wir essen und beenden den Abend mit ein bisschen Couple Time, massieren, Serie gucken und After Sun benutzen. Schaut euch an, wie schön diese Aussicht ist, wie ich den Sommer vermisst habe. Ha? Daniel ist schon richtig braun geworden plötzlich. Oh Leute, seht ihr das? Ich habe überall Sonnenbrand. Stirn, Nase, Dekolleté, Rücken, Unterrücken, Oberrücken. Abfahren auf Carrete Dr. Josep Juan Domine. Gar nicht mehr. Aber Daniel hat Bombenbilder gemacht. Boah, Hammer. Dieser Typ wird Profi-Fotograf. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Carrete. Eine Bombe vor der Kamera ist. Ja, also wir fahren jetzt ins Hotel, ziehen uns um, cremen uns, oh, wir müssen ja so Mini-Sachen mitnehmen, wir haben gar keine große Creme, wir haben gar kein, Achtung, wir haben
Oh, okay. Wir haben gar kein, ja, keine Sonnencreme gehabt, hätte man kaufen können. Ja, wie man sieht, ne? Wir hatten wirklich, wir hatten echt wenig. Wir haben auch kein Aftersun. Aber dafür, Leute, ich werde brav und dann, wenn es weggeht. Und ganz wichtig, mein einer Arm darf nicht Sonnenbrand bekommen, weil ich habe doch einen Tattoo-Termin. Da nehme ich euch auch mit. Gott, ich sehe ganz schlimm aus. Dann hat die Sachen besorgt und mir einen Kakao gebracht. Richtig lieb. Und jetzt gucken wir nach Lieferando-Sachen, weil wir bei der HQ sind. Genau, und dann kriegt mich Daniel ein und ich ihn und dann geht's auch bald ins Bett. Ich lasse mich auch überraschen. Daniel bestellt mir irgendwas. Er weiß, was ich mag. Das ist einfach so ein Vertrauenstest. So. Der sieht aus wie ein Geist. Ja, hab ich auch gedacht. Ja. Also, wir sind wirklich K.O. Wir haben auch nichts mit zu essen bestellt. Wir sind jetzt einfach am Sterben gerade. Deshalb würde ich auch hier das Video beenden. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, smash den Like-Button, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen und aktiviert die Glocke dann jeden. Sonntag und Montag, nein, Donnerstag. Kurz nur kommt ein neues Video online. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Instagram. Ich verlinke alles in der Infobox. Und ja, oder hat Ali sieht so aus, als hätte er keinen Kopf mehr, ne? Kein Körper mehr. Nur so ein einzelner Kopf, wie gruselig. Dann okay, das war's. Ich bin's jetzt einfach. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.